Reparatur. Ach du Scheiße. Und so. Kostet er? Reparatur, Garantie. Ach so. Ja. Boah, was toll. Ja, ich hab... Ja. Im Straßenverlauf von Kohlerstraße noch 3 Kilometer folgen. Ja, machen. Machen wir doch, Jungs. So, warte mal, kann man lieber von uns drehen? So, ja. So. So, jetzt fahren wir über Buxtehude nach... Ja, das wär's. Wir fahren nicht nach Hamburg. So, guten Morgen, liebe Monstergemeinde. Ja, heute ist der Tag, wo wir uns eines der ausgesuchten Roller, die ich euch im Stream gezeigt habe, heute anschauen werden und eventuell gleich mitnehmen. So, jetzt fahren wir mal ein bisschen da höher durch die Schulen. Heute passt auch das Wetter idealerweise. Das heißt, wir frieren uns nicht den Arsch ab, wie meistens. Und dann würde ich sagen, dann nehmen wir euch mit. Geradeaus weiter oder weiter? Jetzt hier nach Landshut. Warum sagt der mir das nicht? Ja, typisch Navi, weißt du doch. So, wie gesagt, ihr dürft die Fahrt genießen. Und wir folgen vernünftig. Naja, ja, wir jetzt sehen wieder 50er. So, Scheiße, nur wegen der Kurve? Das ist meistens so. Ja, von da kommen die auch noch angebracht. Hier möchte ich beerdigt werden. Hier ist schön ruhig. Siehst du doch. Siehst du doch. Hat der eine Macke? Ja klar. Geschlechtsverkehr hat er auch nicht gehabt. Scheint. Wieso hast du mal nachgefragt? Ja, also wer in der 50er Zone noch überholen muss, ne? Also weiß nicht. Das ist eine Karre am Hals, ey. Klar, wie eine Karre am Hals. Das ist doch meistens so. Das ist hier auch eine tote Gegend, ne? Hier kommen doch gleich die Hirsche oder die Rehe, ne? Ja. Wie geht es da zum Mülldepot hier? Nee, die ist auf der Seite. Ja, weiß ich. Naja. Weil ich hier schon öfters mal. Ich finde das immer cool, wenn der Mond relativ tief steht, dann kann man kalt, den. Die Scheiße. Dann kann man den ja. Der muss ja mal warm werden. Ja, hier ist ja kein Mond. Der Mond ist noch arschkalt. Und dauert immer. Dafür gebe ich den nächsten Mal hier so ein doppelseitiges Teil. Weil guck mal, den Kleber, den ich hier an meine GoPro jetzt habe, der hält. Ich finde, da wackelt gar nichts. Ja, der ist doch abgefallen durch die Hitze hier. Weil ich immer, wenn die Sonne da rumscheint, irgendwann, der fällt jedes Mal. Ach. Ja. Ist alles unwichtig. Wichtig ist, dass der Motor läuft. Ich brauche nur einen Klebestreifen. Und die GoPro hält ja. Die Teile aus dem Baumarkt, die halten, Alter. Wenn der Teil jetzt klebt, dann kriegst du nie wieder runter. Das hängt da schon immer, solange ich den Wagen habe. Nur jetzt hängt das und bleibt auch für immer hängen. Jetzt werden wir die GoPro wieder so hinten positionieren. Wie Grad haben wir denn? Noch nicht mal 10 Grad? So, jetzt fahren wir erstmal tanken. Kommt ihr eh gleich hier unten in die Tankstelle? Nach 300 Metern links abbiegen auf Landstropper Straße. Ja, aber jetzt gehen wir erstmal tanken. Rechts nämlich, ne? Ja, wir fahren jetzt da unten zur Tankstelle und dann fahren wir da hinten rüber. Nach Lünen! Nach Lünen! Da wollen wir büßen! Links abbiegen auf Landstropper Straße. Ja! Rechts abbiegen. So. Also, wir fahren jetzt kurz tanken und dann sehen wir uns dann gleich wieder. Was war das? Wir haben noch. Achso. So, die ganze Zeit jetzt mit? Was? Nee, wenn ich es ausmache, nicht. Achso. So, liebe Leute, wie ihr sehen könnt, wir sind jetzt hier so am Rande von Lünen und haben noch 13 Kilometer bei einem herrlichen Sonnenschein. Naja gut, die Sonne, kaum fährt man außerhalb von Dortmund raus. Ist geil. Nee, sagt die Sonne, ich will auch nicht mehr und versteckt sich. So. Aber schön ländlich, finde ich. Hier kannst du echt, wenn du. Ja. Ja, hier kannst du schön mit dem Motorroller auch mal durch die Gegend brettern. Klar, dann hast du schön Landstraße. Oh, das ist ja 70. Du kannst sogar, guck mal, du kannst sogar abseits hinten durch die Wälder. Schön. Ja. Aber wohnen möchte ich hier auch nicht am Arsch der Welt. Und da fährt hier ein Bus, ne? Ja, nicht auf die Bushaltestellen geachtet. Ich auch nicht. Das ist ja tote Hose, ey. Also solange ich nicht auf den Bus angewiesen bin, ist mir das eigentlich relativ egal. Ja, Müll hängt
auch schon in den Bäumen rum, das ist auch mal cool, okay. Aber wenigstens haben wir heute schönes Wetter. Solange die Zungen bleiben und trocken und nicht. Boah, die Tag. Wann war denn gelb Freitag, ne? Der hat doch gelascht. Ja. Die ganzen Tag. Ich wollte noch was. Ich bin nicht mal raus hier. Ich wollte noch einkaufen. Ich sage, nee, bei dem Wetter. Ich habe immer das Pech, wenn ich dann einkaufen gehen will, dass ich dann laschte wie aus einer Kanne. Da werden die immer sauer. Ja, hier kannst du natürlich schön durch die Gegend reizen. Ja. Oder weit hier rein, ne? abgewickelt ist, gibt es dann ein paar Shortcuts, ein paar Slide-Outs. Ich würde sagen, bis später. So, da sind wir wieder. Fahrzeug ist eingeladen. Wir befinden uns jetzt auf dem Heimweg. Ich schmeiß jetzt kurz in dem Dörfchen hier. Schmeiß jetzt das Navi an, Leute. Dann geht's ab nach Hause. Kurz Navi, wo ist es da unten? Jetzt mal Heizung an, jetzt ist irgendwie hinten offen. Dann geht's ab nach Hause. Ich werde jetzt gleich kurz die GoPro umdrehen. Was sind da unten alles? Hier will ich noch, wie wir hier fahren. Ja, warum zeigt er mir jetzt? Warum navigierst du jetzt nicht? Jetzt musst du nach rechts, nach links. Ja, warte, ich muss ja nur. Ja. Das Navi soll nur uns auch. Auf Große Hützhoffstraße nach Südosten Richtung Unterstraße starten. Dann links abbiegen auf Unterstraße. So, rechts ist frei? Links abbiegen auf Unterstraße. Oh, da kommt meine Kamera. Ja, die habe ich. Scheiße! Was denn? Das war nur meine Kamera. Ja, nur so. Habe ich total vergessen. Habe ich total vergessen. Machst du einen Kurfsack und dann machst du wieder an deine. So Leute, ich nehme euch jetzt mal kurz hier von der Haltung runter. Nein, die voraussichtliche Ankunftszeit ist 10:59 Uhr. Ja,
kleine Leiter. Ihr seht hier, der Roller befindet sich jetzt hier hinten gut verpackt. Probefahrt hat perfekt geklappt. Fahrzeug fährt, hat zwar keine Papiere, aber eine Unbedingtfahrtsbescheinigung der Polizei. Das heißt, das Fahrzeug braucht neue Papiere. Ich zähle jetzt mal nur die Sachen auf, die repariert werden müssen an dem Fahrzeug. Und zwar ein Vorderreifen, der erneuert werden muss. Kickstarter. Ja. Kickstarter muss nachkontrolliert werden, was damit ist. Sitzbank. Und dann muss man noch die Papiere. Rechts. Ja, hier rum. Ja. Nach 200 Metern im Kreisverkehr erste Ausfahrt Kappenberger Straße nehmen. Darum. Was haben wir noch an dem Fahrzeug? Klar, war ja ein Benutzerfahrzeug, also Verkleidung ist noch tipptopp. Hat sogar vorne schon Karglas-Scheinwerfer drin, was ich super finde. Ja, das ist erstmal so, dass... Jetzt da abbiegen oder was? Ja, wir fahren jetzt rechts. Wir fahren jetzt Richtung Lünen. Ach so! Hier rechts. Oh, aber doch rechts. Ja, ja, ich wollte noch aufs Schild zeigen. Metern im Kreisverkehr geradeaus auf Kappenberger Straße bleiben. Ah. Ja, das Gespräch mit dem Verkäufer war ja sehr super. Also, und ihr dürft jetzt gerne, geil. Das war, glaube ich, einer von den IGs, weiß ich gar nicht. Na klar, jetzt ist ja auch das Wetter perfekt. Im Kreisverkehr fahren wir rechts und da geradeaus durch. Also da, wo der Weiß jetzt auch abfährt. Da, wo wir gekommen sind. Fahren wir auch wieder hin, und zwar nach Hause mit dem Roller. Genau. So. Ja, das Fahrzeug hat 21.000 Kilometer runter. Ist ja gar nichts. Für den Preis, was ich bezahlt habe, ist das perfekt. Ihr dürft jetzt übrigens in den Kommentaren schreiben, wenn ihr das Video seht, was schätzungsweise der Preis ungefähr gewesen ist. Ich würde sagen, wir fahren, quatschen wir nicht lange. Und ich würde sagen, wenn wir angekommen sind, das Fahrzeug ausgeladen haben, gibt es kurze Close-ups vom Fahrzeug. Bis dahin, haut rein, euer Monsimon Germany. So, hallo und herzlich willkommen. Hier ist Monsimon Germany und ja, ich gehe mal extra ein bisschen weiter zurück. Da ist der Piaggio. Hier, da könnt ihr ihn sehen, den ich gekauft habe. Wir gehen mal so ein bisschen kurz einmal schön rum. Ihr seht schon, Karglas-Scheinwerfer. Die Front ist noch tippitoppi. Ich zeige euch mal so ein bisschen das Fahrzeug. Spiegel sind tipptopp, wie ihr sehen könnt. Ja, ich hoffe, die Kamera stellt das jetzt ein bisschen scharf. Hier, falls man das jetzt hinkriegt, ich weiß es nicht. Kamera scharf stellen. Kamera. Da. Ihr könnt sehen, 21.000 hat er runter. Ja, wie bekannt natürlich hier. Ja. Dann würde ich sagen, so, ihr seht es jetzt mal hier. Kamera stellen mal scharf. Kamera. Hallo, Kamera. Komm, Kamera. So, wie er vorhin schon auf Instagram gekommen ist. Hyper 2 Motor, wie man sehen kann. Ja, ansonsten, ich zeige euch, das Fahrzeug ist fahrbereit, es fährt. Also, es muss gemacht werden. Der Kickstarter, der geht nämlich nicht. Hier, die Fußrasten kommen auch weg. Der hintere Reifen ist noch in Ordnung. Und jetzt kommt der Clou, Leute. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Der geht ratzfatz an. Na komm. Ja, weil er jetzt, aber jetzt hier hingelegt haben.
So Leute, wie ihr sehen könnt, schön leise, ist angesprungen. Ja, wie ihr sehen könnt, wir können mal kurz einen Soundcheck machen. Ja, und da ist das gute Stück, wie ihr sehen könnt. So. Ja.